Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Reihe. Und die habt ihr euch ja weitestgehend gewünscht. Ich habe sie zwar im Hinterkopf gehabt, aber ihr habt sie euch gewünscht und ihr bekommt sie. Pokémon, Schwert und Schild. Ich habe mich für die Schild-Edition entschieden. Die werden wir uns gleich zur Brust nehmen. Aber bevor ich hier jetzt weiter plappere, habe ich mir ein kleines Spielchen ausgedacht. Und zwar gibt es ja drei Starter. Das waren Hoplo, Chimpep und Memmion. Und ich würde euch mal bitten, jetzt bevor ich weiterspiele, bevor ich den ersten Starter auswähle, dass ihr jetzt einfach mal kurz innehaltet, überlegt und unten in die Kommentare schreibt, was denkt ihr, welches von den dreien werde ich nehmen? Also bevor ich sie auswähle, ja? Nicht schummeln. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wer Bock hat mitzumachen, wird mich freuen. Es wird sicher lustig. Ja, und was ich noch sagen wollte, natürlich sind die anderen Spiele, die vorgeschlagen wurden, noch nicht vergessen. Also ich habe sie mir alle aufgeschrieben und guck mal, was da am besten passt. Da waren auch einige bei, die ich noch nicht kannte, aber die ich sehr interessant finde. Und andere waren Volltreffer in meinen Pile of Shame, also wirklich Volltreffer. Warte, ich hab sie extra hier hingelegt. Da wären so Beispiele wie Valkyria Chronicles. Könnte eventuell mal kommen, ja. Oder Detroit, Become Human, auch. Oder, das muss ich mir noch überlegen. Ganz ehrlich, Leute. Der zweite Neptunia-Teil, PlayStation 3 und noch eingeschweißt. Definitiv meine Sammlung, ja. Hab ich auch da. Und ich guck mal, worauf ich Lust habe, wann es in den Zeitplan passt vor allem. Aber ihr wollt ja eventuell auch überrascht werden. Von daher gucken wir mal, was so die nächsten Wochen, Monate, das nächste Jahr so bringt. Bin ich gespannt. So, Pokémon Schwert und Schild gab es ja im Voraus, bevor es überhaupt released wurde oder sonst was, gab es echt viel Theater drumherum. Will ich jetzt nicht mehr groß kommentieren. Ich muss sagen, ich bin selber es war schon bevor das große Theater kam, war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich habe das Gefühl, Game Freak macht es ja. Game Freak hat so ein bisschen die Chance verpasst, der Reihe mal so einen neuen Spin zu geben. Ja, ich bin seit der roten und blauen Edition dabei. Es gab zwar immer wieder kleinere Neuerungen, aber mal so was richtig Neues, so à la Breath of the Wild. Wäre schon cool gewesen, aber ich glaube, das wird nicht kommen nach dem, was ich so gesehen habe. Ja, die Sache mit dem reduzierten Pokédex ist jetzt eine Sache, kann ich verstehen, wenn manche Leute das nicht mögen. Mir ist es ehrlich gesagt jetzt nicht so wichtig. Aber was ich von der ganzen Diskussion, also ich finde die Idee unglaublich lustig, dass Donald Trump einen Handelskrieg gegen Japan starten könnte, weil sein Lieblings-Pokémon nicht im Spiel ist. Nicht, dass ich es mir nicht vorstellen könnte, aber ich finde die Idee lustig. Ja. Gut, lass es uns einfach mal starten. Wie gesagt, ich gehe mit einer gesunden Skepsis dran, aber ich denke jetzt auch nicht, dass es ein totaler Griff ins Klo wird. Es wird wahrscheinlich so ein Standard-Pokémon werden, gehe ich davon aus. Wir werden sehen. Also, dann wollen wir mal hier. Das Ganze fängt nämlich direkt an. Ich habe keinen schönen Startscreen, nichts. Ich soll jetzt einfach mal die Sprache wählen. Was ich spannend finde, ganz niedlich. Ja, spannend. Hier, Japanisch. Das ist beides Japanisch. Und zwar die vereinfachte Schrift, Hiragana. Das ist eher für Grundschüler oder so, ist das einfacher. Oder halt die Standardschrift, die Kanji. Japanisch machen wir jetzt nicht, da hätte ich Probleme beim Vorlesen. Wir machen einfach ganz normal Deutsch. So, was nehmen wir? Wir nehmen hier die fesche Blondine. Zack, als Foto. Wie nennen wir uns? Wie kann ich hier Uppercase machen? Da hinten. Ach du meine Güte. So. Zack. Matsu finde ich gut. Kann man eigentlich inzwischen auch mehr Buchstaben eintippen? Tatsächlich, guck mal. Ich glaube, früher hat Matsurika nie gepasst. Matsurika. Genau. Nehmen wir, oder? Andererseits, nee, wartet mal, weil es gibt einen Charakter, der heißt auch Matsurika in Pokémon. Das finde ich doof. Sonst denken alle, ich habe. Nee.
Die kam tatsächlich erst ins Spiel, nachdem ich mir diesen Nicknamen ausgedacht habe. So, dann nehmen wir die Kurzform. So, sonst ist das doof. Sonst heißt ja die Hälfte von den Leuten Matsurika. Nee. So. Matsu. So. Die fesche Blondine mit Namen Matsu. Die Wahl der Sprache ist endgültig, ja. Ich verstehe, was du sagst, also habe ich wohl das Richtige gewählt. Was ist denn das für eine Schrift? Da unten rechts. Eieieiei. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Kein Standardstart? Die Gala-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Wow, da hat sich ja mal. Wow, kein Professor, der mich fragt, ob ich Männlein oder Weiblein bin? Sehr schön. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Ist nur eine Zeile weitergerutscht. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Yeah! Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Oder Rose, keine Ahnung. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Gala präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs Deleon. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen Deleon, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Glurak, Dynamax. Wuhu. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Hopp. Hallo, Hopp. Hey, Matsu. Was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Okay. Ah, das ist Mama. Okay. 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 Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist die auch... Jetzt würde ich gern wissen, ob die sich die Haarfarbe ändert mit der Haarfarbe, die ich gewählt habe. Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Matsu abholen. Das Match kann sie sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Mitbringsel ab. Hehe. Ich warte draußen auf dich. Okay. Ich darf mich bewegen. Okay. Oh, ein Mamfaxu.
Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Mama sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Ein eingebauter Kamin. Er hält einen selbst im tiefsten Winter schön kuschelig warm. Hast du auch was über die Stehlampe zu sagen? In Mamfaxos Schlafkörbchen liegen manchmal Essensreste verstreut. Ach, wie süß. Okay. Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Hallo Mama. Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen. Ach ja, den Beutel, den habe ich jetzt schon vergessen. Und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Bin doch schon warm angezogen. Guck mal hier mit schicken Strick. Mit schicker Strickjacke. Das ist der neue Mikrowellenherd, den Mama unbedingt haben wollte. Und nie benutzt hat, vermutlich. Ist was im Kühlschrank? Der Kühlschrank ist mit vielen leckeren Dingen gefüllt. Ja, komm, nimm mit. Ist das ein Poster von einem Evoli-Schwanz? Okay. Kann man tun. Kann ich das umdekorieren später? Diese Evoli-Puppe fühlt sich unheimlich flauschig an. Eine Switch. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielkonsole. Ein Fernseher der neuesten Generation. Er wurde zusammen mit der Konsole gekauft. Genau, weil jedes Kind einen Großbildfernseher im Kinderzimmer haben sollte. Naja. Du schnappst dir den alten Beutel deiner Mama. Ach, das ist auch noch Mamas Beutel. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest sie bei den Basis-Items in deinem Beutel. Karte. Okay, oh, große Karte. Das sieht doch schon mal nice aus. So, Einstellungen, Einstellungen. Ich will den Autosave, will ich. Texttempo lassen wir mal ein bisschen langsamer. Das ist dann für mich zum Vorlesen leichter. Sonst mache ich nämlich Texttempo immer auf ganz schnell. Animation lassen wir an. Wechseln finde ich gut. Teambox. Man wähle die Transfermethode für neu gefangene Pokémon aus, wenn dein Team voll ist. Ja, manuell finde ich okay. Spitznamenfrage. Wähle, ob du einem Pokémon einen Spitznamen geben willst. Ja. Bewegungssteuerung. Bewegungssteuerung beim Camp. Ach du meine Güte, hat das viele Optionen hier. Automatisch speichern, darum geht's mir. Das will ich nämlich ausschalten. Weil ich will nicht, dass mir irgendwas Rares durch die Lappen geht, weil ich nicht gespeichert habe. Ich werde es wahrscheinlich sogar irgendwann bereuen, dass ich es ausgeschaltet habe. Aber da muss man echt drauf achten. Das nehme ich per Default an. Und es gibt halt einfach Pokémon, die man nur einmal fangen kann. Das gab es in jedem Spiel. Finde ich ein bisschen. Ja, ist eine Komfortfunktion, aber muss ich nicht haben. So, was ist denn die Komfortsteuerung? Erleichtert die einhändige Steuerung. Oh. Oh. Mitgedacht. Spitznamenanzeige. Videosequenzen überspringen? Nein. Nein, wir wollen das ganze Programm hier. So, die Mütze habe ich schon aufgesetzt. Eine formschöne Bommelmütze, die aussieht wie ein Fußballfeld. Naja, das können wir ja noch... Ich wollte eigentlich raus. Komme ich hier nicht raus? Nein. Hier komme ich raus. Das fängt ja gut an hier. Das fängt richtig gut an. Ah ja, doch. Es sieht ein bisschen detaillierter aus, als man es sonst kannte. Ah doch, das ist schon ganz nett. Aber gut, wenn sie sich jetzt bei dem Starthaus keine Mühe gegeben hätten. Das muss ja direkt einen guten Eindruck machen. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Hehe. Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Oh ja, wenn er uns so einen Glurak mitbringt, dann hilft der Beutel auch nicht weiter. Schau mal, ein Volley. Was macht es denn da? Es kugelt.
Ach, ist das süß. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wally! Ist das gewollt, dass das wie Wally klingt? Wally! Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Matsu. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Hehe. Ja, vor allem rennst du vor mir los. Du schummelst. Junge, du schummelst. Oh, das ist... Habe ich hier eine Kamera? Nee, habe ich nicht. Aber das sieht schon nicht schlecht aus. Das sieht besser aus, finde ich, als das, was ich in den Videos gesehen habe. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Du das sagst? Wir haben so eine Arena? Huhu, Matsu, Hopp wartet auf dich. Schau doch erstmal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Dann halt nett. Kann ich in den Briefkasten gucken? Hopps zu Hause. Steht das da drauf? Hopps zu Hause? Hier wohnt Familie Hopps. Ey, guck mal, die haben ja voll den Deluxe-Grill hier. Jetzt ist die Frage, was sie da drauf schmeißen. Und eine eigene Arena haben die hier, also einen Kampfplatz. Ja gut, wenn sein Bruder da Champ ist, irgendwoher muss es ja kommen. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Matsu ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Elion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Delion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Matsu? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Okay, ich glaube, ich klicke jetzt hier nicht jeden Gegenstand an. Oh! Felilu oder so heißen die, ne? Ich kann die alle nicht auswendig. Es sind viel zu viele geworden. Gerade die neueren auch. Und die aus Schwarz und Weiß, die kann ich alle nicht. Schwarz und Weiß habe ich damals übersprungen. Hast du mir was zu geben? Delion ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Na, wenn er nicht drin wohnt, dann wird es ja auch nicht dreckig. Ich wollte noch nicht raus, aber ich glaube, so langsam läuft uns die Zeit davon und ich würde schon meinen Starter haben wollen in der ersten Folge. Alles startklar? Dann los! Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück mein Wolli, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Wie du meinst. Gehen wir meinen Bruder abholen. Der Bahnhof ist gleich da vorne, bei der großen Menschenmasse. Ist ja eine echte Berühmtheit, ja. Brassbury, euer Champ Delion ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, es ist wirklich. Delion ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen.
Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak! Hey Bruderherz! Ah, hopp! Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen, Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 Zentimeter mehr. Gut geraten, deinem Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nichts. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Matze sein. Ich bin Deleon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Na, du bist ja auch überhaupt nicht von dir überzeugt. Meine Fans nennen mich deshalb auch Deleon, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Was, schon wieder zurückrennen? Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen. Sein Potenzial voll auszureizen. Der hat da lauter Sticker auf dem Mantel. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time! Mhm. Komm, rück's Pokémon raus. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was ihr drauf habt. Keine Ahnung. Das Pflanzen-Pokémon Chimpep. Das Feuer-Pokémon Hopplo. Das Wasser-Pokémon Memmion. Die sind alle drei einfach zu knuddeln, oder? Ich finde die diesmal wieder gut gelungen. Also manchmal sind sie ja immer mal ein bisschen seltsam, aber die finde ich. Ich finde die alle drei knuffig. Genug gespielt. Kommt bitte mal wieder her. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Oh Gott, die sind wirklich alle drei so super knuffig. Manchmal ist ja immer so eins da, wo du denkst so, oh nee, gar nicht. Aber die sind alle drei wirklich süß. Wähl du zuerst. Ich habe ja schon meinen Volley. Das Wasser-Pokémon Memmion ist sanftmütig wie ein leise plätscherndes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Memmion? Lass dir Zeit. Wenn dir die Wahl schwerfällt, dann verlass dich auf dein Bauchgefühl. Aber vergiss nicht, es geht hier um die Wahl deines treuen Partners. Hopplo ist ein Pokémon vom Typ Feuer. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung. Entscheidest du dich für das Feuer-Pokémon Hopplo? Lass dir Zeit. Wenn dir die Wahl schwerfällt, dann verlass dich auf dein Bauchgefühl. Aber vergiss nicht, es geht hier um die Wahl deines treuen Partners. Ich finde die alle drei so knuffig. Chimpep vom Typ Pflanze strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Entscheidest du dich für das Pflanzen-Pokémon Chimpep? Lass dir Zeit. Ja, ja. Da, 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 da. Und die Wahl fällt auf. Ich mag Memmion. Team Memmion.
Ich habe mir sogar... Du hast dich für Memmion entschieden. Möchtest du dem Memmion einen Spitznamen geben? Ich habe mir überhaupt keinen Spitznamen überlegt. Aber eigentlich müsste ich ihm einen geben. Was wäre ein schöner Spitzname? Was ist es? Es ist wahrscheinlich ein Männchen. Ach Mann, Mist! Ich wollte jetzt gucken, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Egal, jetzt nenne ich es erstmal Memmion. Man kann es ja immer noch ändern irgendwann. Ah, du hast dir also Memmion ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Hoplo. Du bist ab sofort mein Partner. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Matsu ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Moment mal. Der hat sich jetzt Hoplo genommen? Nimmt nicht normalerweise der Gegner das entgegengesetzte Element? Also das, wogegen du eine Schwäche hast? Dann hätte er ja eigentlich Chimpap nehmen müssen. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann so gut wie ich zu werden. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. Ah ja, okay, er ist ja der Champ. Dann nimmt er jetzt das Chimpel. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Ich frag nicht, was sie da grillen. Ich frag einfach nicht. Bim, bim, bim. Am nächsten Tag. Gib's zu, Hop. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob Bruderherz, Matsu und Memmion haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön, gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo, was schaust du sie denn dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann wohl ich? Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Matsu und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf, was? Jetzt sind wir waschechte Trainer, aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von alleine stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Nee, überhaupt nicht. Komm, auf! Ist zwar schon spät, aber auf! Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Du hast ein Feuer-Pokémon. Ich wollte dich nur erinnern. Pokémon-Trainer Hop fordert dich heraus. Pokémon-Trainer Hop setzt Volley an. Ah, der hat zwei Pokémon. Das ist ja unfair. Los, Memmion! Auf in den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Ach, du schummelst doch. So, was haben wir denn hier? Klaps. Klaps. Na, Heuler ist Angriff senken. Geben wir dir einen Klaps. Okay, das Volley hat nur Level 3, dann ist ja in Ordnung. Klaps. Los, Memmion, Klaps. Ja, Memmion ist ein Männchen. Muss ich mir mal... Ich glaube, ich... kann nicht sofort den Spitznamen ändern, oder? Oder hat sich das geändert inzwischen?
Erfahrungspunkte erhalten. Yeah! So, KP und Spezialangriff. Ja gut, das ist halt ein Wasser. Klassisches. Memion lernt Aquaknarre. Sehr gut. Nicht so schnell, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ja, jetzt sind wir aber alle überrascht. Jetzt sind wir aber alle wahnsinnig überrascht. Wer hätte gedacht, dass da ein Hoplo kommt? Aquaknarre! Tschu! Das ist sehr effektiv. Weißt du etwas schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Ja, da staunst du, wa? Dass Wasser effizient gegen Feuer sein könnte. Wer hätte es gedacht? Bäm! Das ist sehr effektiv. Ein Volltreffer. Ein Volltreffer? Naja, Anfängerglück ist auch eine Art Talent. Du bist ja nett zu mir, Junge. Dafür, dass ich dich gerade platt mache hier. Mach dir einen auf Arschkeks, ey. Pokémon-Trainer Hopp wurde besiegt. Ich hatte zwei Pokémon dabei und hab trotzdem verloren. Du und Memion seid echt krass. Ja, wenn du mich vorher auflevelst, dann ist halt scheiße, ne? Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Matsu. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hopps Rivalin wirst, damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, den größten Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Matsu. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Okay. Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Matsu. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag der Professorin Bescheid. Oh, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Okay, und damit, wir haben ein Memion. Kann ich es umbenennen? Bericht? Ich kann es wahrscheinlich nicht umbenennen, da gibt es wahrscheinlich wieder so einen Spitznamen. Bewerter. Es trägt keine Bänder. Oh. Dynamax-Level. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt. Das klingt für mich nicht so super spannend, das Dynamax-Zeug, aber... Also wir wohnen in Furlongham. Ein naives. Dadurch wird Spezialverteidigung erhöht und die Initiative gesenkt. Nee, kann ich wohl nicht ändern. Schade, da muss ich erstmal. Da habe ich mich jetzt verklickt. Schade. Aber ich hatte eh keinen Spitznamen. Dann lassen wir es erstmal so. Nee, gut. Dann müssen wir jetzt zurück zu Mutti. Müssen wir sagen, Mutti, wir gehen einen Pokédex holen. Und dann gehen wir einen Pokédex holen. Beim nächsten Mal. Mit unserem Memion. Unserem kleinen Kumpel. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr seid wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao. Nee. Oops.